Nein, Mama, ich kann jetzt nicht. Ich nehme eine Nicht-Lachen-Challenge auf. Sowas ist lustig, Mama. Sowas ist lustig. Das Shirt, das gibt es bei 3D Supply. Einfach in der Beschreibung gucken. Einfach in der Beschreibung gucken und kaufen. Ja. Ja. Zwei Videos die Woche also, Charlie, ja? Ja? Ja. Ja, ich hatte zu tun. Heute spielen wir mal wieder Modern Warfare Remastered. EV war letztes Wort. Heute spielen wir mal wieder Modern Warfare Remastered. Die letzte Woche EV war keine gute Idee. MWR auch nicht unbedingt. Für diejenigen, die mich jetzt letzte Woche allerdings die ganze Zeit vermisst haben, habe ich jetzt eine Überraschung vorbereitet, denn ihr habt seit Wochen in den Kommentaren danach gefragt. Ich will Rache! Yes! Pass auf, wir können es jetzt noch nicht sehen, da es getarnt ist, aber ich beame mich gleich kurz hin und hole es dann vor euch zurück. Pass auf, ich hitte euch jetzt mit dem Whiskerwasser-Beam-Effekt, ja? Pass auf. Wir sehen uns gleich mit eurer Überraschung, ja? Ich cringe so hart bei dem Effekt, ich weiß nicht. Also, findet ihr sowas, ist das sowas geil? Also Leute, wenn ihr den Effekt zu Hause da habt, dann könnt ihr es jetzt mit mir öffnen. 3, 2, 3, 1... Ich bin aus der Übung. Also Leute, ich find's ja nicht so gut, wenn Leute Energy Drinks total anhimmeln oder irgendwie vergöttern oder irgendwie als Religion aussprechen oder irgendwie sowas. Aber die neuen Effektsorten sind das Neue Testament. Ich freue mich jetzt erstmal. Ich freue mich aber darüber, wieder YouTube-Videos machen zu können und jede Woche die Chance zu haben, mich lächerlich zu machen. Ich muss jetzt erstmal so ein bisschen wieder reinkommen in YouTube-Videos und die ganzen wieder aufnehmen und einfach in den Grind kommen, sag ich mal. War da eigentlich jemals ein Grind? Ihr wisst aber, was ich meine. Viele Leute haben mich ja damals gefragt, als ich so viele neue Zuschauer wegen dem Whiskerwasser-Video bekommen habe, ob es denn jetzt auch 15.000 Abonnenten-Specials oder 10.000 Abonnenten-Specials oder 5.000 Abonnenten-Specials geben wird. Und die Antwort ist ja. Ich werde jetzt erstmal 3-4 Videos ungefähr machen, um einfach wieder in den Rhythmus zu kommen. Und danach wird es eine... Passt auf! Schnallt euch an! Es wird eine... Ich hätte es selber nicht geglaubt. Eine Abonnenten-Special... Woche geben. Es wird nicht ein Video in dieser Woche hochgeladen. Es werden auch nicht 2 Videos in dieser Woche hochgeladen. Sondern vielleicht auch gar keine Videos, weil ich das nicht schaffe. Aber wenn ich es schaffe, dann werden 3 Videos in einer Woche hochgeladen. Ich glaube auch nicht, dass ich das schaffe. Nein, also im Ernst, ich mache das echt. Wirklich. Was für Videos das genau werden, das werdet ihr erst erfahren, wenn es 1000 Bewertungen auf dieses Video gibt. Oder wenn ihr mir auf Twitter gefolgt habt, dann könnt ihr das sehen, weil ich habe das getweetet. Ja, ich fand das gerade auch komisch. Vielleicht bin ich doch ein Orang-Utan. Aber jetzt nur nach dem ganzen Hype zu meiner Krankheit. Ja. Wir haben im letzten Video schon so ein bisschen über Depressionen geredet. Und ich glaube, ich habe das Gegenteil davon. Wisst ihr, ich stelle mir Depressionen ungefähr so vor, dass wenn nur eine Sache irgendwie großartig schief läuft, man total traurig ist und das den ganzen Tag. Und wisst ihr, mir kann nur eine gute Sache am Tag passieren und ich bin unglaublich glücklich. Den ganzen Tag. Ihr denkt jetzt vielleicht, oh mein Gott, das klingt ja richtig gut. Und ich meine, es ist auch richtig gut. Also ich meine, ich bin glücklich. Also ich meine, ich habe in meinen Videos oft über meine Haare Witze gemacht, über meine Noten, darüber, dass rothaarige Gewalt aussterben. Also Sachen, die eigentlich eher nicht witzig sind. Also versteht ihr, wie ich das meine? Also ich meine, ich verstehe auch nicht genau, wie ich das meine. Aber es ist ein guter Interpretationsansatz, oder? Wisst ihr, ich muss heute noch für die Uni eine Immatrikulation vorbereiten, aber ich weiß nicht mal, was das überhaupt auf Deutsch heißt. Wisst ihr, ich habe da einen Katalysator, mit dem ich schlechte Energie in gute Energie umwandeln kann. Nämlich das Video, in dem Stylus den Triple Colette von dem Norweger kassiert. Was für eine Scheiße soll die Waffe eigentlich sein? Holy moly! Okay, Niederlage. Zeigt mir das Video. Es wird nie alt. Um mich jetzt noch traurig zu machen, kommentiert mal 187 unter mein neuestes Instagram-Foto. Es ist der erste Link in der Videobeschreibung. Oh.
Bitch, what? Und liked bitte auch das Bild. Also ich meine, ich habe mein Gaming-Jersey eingerahmt. Ihr seht es im Hintergrund. Mein Leben ist nicht das Schönste. Also ich meine, ich finde das geil. Also ich meine, ich bin ein Nerd. Die repräsentativen Quellen Galileo und Faktastisch haben allerdings auch rausgefunden, dass das Daumen hochgeben auf ein US-Charlie-Video auch glücklich macht. Also macht das lieber. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ach, der erzählt doch nur Schmarrn. Wisst ihr was? Ich koche das Crack, keinen Kaiserschmarrn. Ich bin crazy fly. Ich klau dir deine Bitch, sag deiner Lady bye. Bye. Ich cruise Bands an dir vorbei, bye. Ska, ska, bye, bye. 187. Bitch is bringing me out of the dark.